Herzlich willkommen zum dritten Teil meines Tests zur Fujifilm X-T5. Heute möchte ich noch über das Thema quatschen, welche Objektive mit dem 40-Megapixel-Sensor kompatibel sind. Denn darüber gab es ja in der letzten Zeit jede Menge Diskussionen. Aber meiner Meinung nach nur deswegen, weil Fuji hier nicht richtig aufgeklärt hat. Laut Fuji sind alle XF-Objektive mit dem 40-Megapixel-Sensor kompatibel und alle Objektive performen auch besser mit dem Sensor. Auch wenn ältere Objektive nicht wirklich die 40 Megapixel auflösen können, so performen sie dennoch besser wie mit dem 26 Megapixel Sensor. Einige davon werden vielleicht nur 30 oder 33 Megapixel erreichen, manche mehr oder weniger. Fuji hat zudem auch noch eine Liste veröffentlicht, welche XF-Objektive maximalen Nutzen aus dem 40-Megapixel-Sensor ziehen. Und durch diese Liste entstand bei vielen der Eindruck, dass die älteren XF-Objektive an der X-T5 oder X-H2 nicht mehr performen. Aktuell besitze ich leider nur eins der Objektive, welches nicht auf der Liste von Fuji ist. Und das ist das 18 bis 55mm f2.8 bis 4. Für mich ein absoluter Allrounder und mein Lieblingsobjektiv zum Filmen. Um euch zu zeigen, dass dieses Objektiv durchaus an der X-T5 funktioniert und meiner Meinung nach auch noch besser wie an der X-T4, gehen wir jetzt mal in Lightroom und schauen uns ein paar Bilder an. Ich habe jetzt hier mal ein paar Bilder zusammengestellt, die alle mit dem 18 bis 55mm gemacht wurden an der X-T5. Alle Bilder wurden auch mit einem variablen ND-Filter aufgenommen, da ich ja immer abwechselnd filme und fotografiere. Die Bilder sind teilweise bearbeitet oder auch unbearbeitet, aber keins der Bilder wurde hier in Lightroom nachgeschärft. Was mir an der X-T5 bzw. dem neuen Sensor aufgefallen ist, dass er unheimlich gut Schnee belichten kann. Man muss also nicht überbelichten, um den Schnee weiß zu bekommen. Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass die Blautöne beim neuen Sensor etwas anders sind. Die Bilder werden etwas kühler dargestellt, aber damit habe ich jetzt mal gar kein Problem. Noch mehr Schärfe in den Bildern bekommt man natürlich durch Abblenden. Und man sollte vielleicht auch nicht unbedingt mit einem variablen ND-Filter fotografieren. Wenn es mir aber nur um absolute Schärfe und Cleanheit in den Bildern gehen würde, dann würde ich die Bilder mit der Sony machen. Nach den ganzen Diskussionen über Auflösung, Details und Megapixel bin ich absolut überrascht, wie das 18 bis 55mm an der X-T5 performt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass der eine oder andere damit nicht zufrieden ist. Vielleicht weil er sich in einem anderen Genre bewegt oder immer nur das Maximale zum geringsten Preis erwartet. Und ganz ehrlich gesagt, ich kenne keine andere Kameramarke, die das bietet. Aber das ist alles nur meine persönliche Meinung. Wer Lust hat, kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was seine Meinung so dazu ist. Mit der X-T5 hat sich im Vergleich zu X-T4 für mich persönlich vieles verbessert. Und natürlich finde ich es auch positiv, dass Fuji sich weiterentwickelt. Ich für meinen Teil werde das 18 bis 55 auch weiterhin benutzen, auch wenn es die 40 Megapixel vielleicht nicht ganz auflöst. Ein Objektiv, was mir ebenfalls richtig gut an der X-T5 gefällt, ist das 27mm f2.8. Und um es gleich vorwegzunehmen, das Teil steht auf der Liste. Das 27mm entspricht 43mm im Kleinbildformat und unterstützt laut Fuji die 40 Megapixel. Für mich ist diese Kombi mittlerweile zum Daily Setup geworden, weil es so gut wie in jede Tasche passt. Von daher war es natürlich auch spannend, wie es sich in den Bergen verhält. Wie man sieht, ist es knackscharf, bildet sauber ab und hat eine super Auflösung, was ich von dem kleinen Teilchen gar nicht erwartet hätte. Die neue Version ist wetterfest und hat einen verstellbaren Blendenring, der sich auch arretieren lässt für den Automatikmodus. Und auch wenn es keinen linearen Motor hat, fokussiert das kleine Teil relativ schnell. Schön wäre es noch gewesen, wenn das kleine Teil noch etwas mehr Offenblende haben würde. Wer gerne nicht nur fotografiert, sondern auch mit den Objektiven filmt, sollte bei dem 27er in den manuellen Modus wechseln. Oder besser gesagt zum manuellen Fokus. Denn ansonsten wird man beim Fokussieren den Autofokusmotor hören.
Etwas gespalten bin ich beim kleinen 16mm mit Blende 2.8. Aber ehrlicherweise war ich das auch schon vor der X-T5. Von daher kann es vielleicht auch eher an mir liegen oder dass ich mit dieser Brennweite nicht so richtig umgehen kann. Zumindest kommt meistens nicht das heraus, was ich im Kopf hatte. Das 16er ist ohne Zweifel scharf und löst gut auf, aber für meinen Geschmack ist es irgendwie zu unruhig. Vielleicht lag es aber auch ja nur an den Wetterbedingungen. Sollte einer von euch dieses Teil auch haben und vielleicht sogar eine X-T5 oder eine X-H2, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Weiter geht's mit den F2-Versionen des 23 und 35 mm. Auch diese beiden stehen auf der Liste von Fuji der unterstützten Objektive. Sprich, beide können also die 40 Megapixel voll auflösen. Bei Nebel und schlechtem Wetter waren wir hier am Spätnachmittag in Sedrun unterwegs. Und das Ganze sah schon irgendwie gespenstisch aus. Auch bei schlechten Wetterbedingungen hat das kleine 23er eine gute Auflösung, gute Schärfe und gute Abbildungsqualität. Für mich zumindest gibt es bei diesem Objektiv nichts zu meckern. Das kleine 35er entspricht ungefähr 53 mm im Kleinbildformat und ist ebenfalls ein sehr gutes Allround-Objektiv. Von der Abbildungsqualität und der Leistung finde ich es fast noch besser wie das kleine 23er. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass das 35er etwas mehr Kompression hat. Wie auch schon bei der Sony nutze ich diese Brennweite sehr gerne, wenn wir in den Bergen unterwegs sind. Abbildungstechnisch gibt es hier absolut nichts zu meckern und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einfach nur top. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu den 1.4 Versionen des 23mm sowie des 33mm. Wie man sieht, bin ich ein Festbrennweiten-Fan und besitze nur ein Zoom-Objektiv. Wie schon anfangs erwähnt, nutze ich das 18-55 eigentlich fast nur zum Filmen. Das 23er habe ich mir erst vor kurzem zugelegt und konnte es somit natürlich dann auch in der Schweiz testen. Allzu viele Aufnahmen habe ich mit dem 23er noch nicht gemacht, aber bis dato bin ich absolut zufrieden. Mit der Offenblende von 1.4 lässt sich schon nochmal ein ganz anderer Look erzeugen. Und gerade bei schlechten Lichtbedingungen hilft die Offenblende von 1.4 schon extrem. Die meisten Bilder in der Schweiz habe ich definitiv mit dem 33mm f1.4 gemacht. Dieses Fujinon hat mich irgendwie in seinen Bann gezogen. Es ist schnell, hat eine super Auflösung und irgendwie hat es für mich so einen ganz eigenen Look. Auf unserer kleinen Schneewanderung habe ich alle Aufnahmen möglichst mit Blende 1.4 gemacht, um zu sehen, wann der elektronische Verschluss einsetzt und wie gut die Bilder dabei werden. In jedem Fall aber war ich absolut darüber überrascht, wie gut das Ganze funktioniert, wenn man bei sehr hellen Bedingungen mit Offenblende fotografiert. Ohne diesen elektronischen Verschluss hätte ich ja bei Offenblende wieder einen ND-Filter nutzen müssen. Aber auch der Autofokus hat unter diesen Bedingungen extrem gut funktioniert. Das 33er ist somit eins der Objektive, welches ich mir sofort wieder kaufen würde. Denn damit kann man mal gar nichts falsch machen. Damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Das war jetzt mal mein persönlicher Überblick und Eindruck zur X-T5, dem 40-Megapixel-Sensor und den XF-Objektiven, die ich so im Einsatz habe. Wenn ihr auch schon mit einer X-T5 oder X-H2 unterwegs seid, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen so sind. Die Links zu den Objektiven findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und weitere Bilder gibt's auf Insta oder Vero. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.